Ihr habt euren Teil dazu beigetragen, dass wir so weit gekommen sind. Gemeinsam wollen wir auch gegen Düsseldorf siegen. Helft uns und seid dabei am 18. Dezember im Sparda Bank Hessen Stadion. Der Traum soll weitergehen. Die Fortuna ist zunächst schneller, mehr am Ball. Das ist Robbie Cruz, in der Bundesliga zuletzt gelb gesperrt, nicht dabei. Dann kommt Vandenberg. In Richtung Stefan Reisinger, Sead Meech, der Offenbacher Oldie mit dem Querschläger, der Wulnikowski ins Spiel bringt, den Torwart der Kickers. In den ersten Minuten ist das eine eher einseitige Angelegenheit. Offenbach gelingt kaum etwas Entlastendes, Düsseldorf aber auch nichts Überragendes. Oliver Fink. Es gibt im Anschluss eine kleine Diskussion, aber keinen Eckball. Interessant ist immer der Seitenblick auf den in die Kritik geratenen Arif van Lent, der immerhin seit 17 Monaten als Offenbacher Trainer arbeitet. Das ist für hiesige Verhältnisse schon eher lang. Nach 24 Minuten gelingt seiner Mannschaft die erste gefährliche Aktion nach dem Einwurf von Stein. Und zwar durch Stefan Vogtland. Die Partie ist auf keinem richtig guten Niveau, aber dieser Vorwurf geht eher nicht an den Drittligisten. Und die Begegnung ist ab diesem Zeitpunkt auch ausgeglichener. Düsseldorf mit Lamberts. Und dann kommt Ken Ilse, Wulnikowski. Ilse, seit dem letzten Wochenende weiß jeder, wie gut er im Abschluss ist. Schlussphase der ersten Hälfte. Es folgt eine Kopfball-Bruststaffette zwischen Fetsch und Vogler, bei der die Düsseldorfer Defensive überhaupt nicht gut aussieht. Vogler und dann Fabian Giefer, der zum ersten Mal intensiv gefordert ist. Auf der Bank fiebert und leidet Van Lent mit, der mal gesagt hat, er sei immer noch ganz dicht dran an der aktiven Fußballerzeit. Und das ist auch zu spüren bei dieser Aktion von Vogler und Giefer. 0-0 zur Pause. Das Unentschieden geht in Ordnung auf der Tribüne. Der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, seit jeher ein glühender Fortuna-Fan. Zweite Hälfte. Düsseldorf mit Ilse und Cruz. Dann Vandenberg und Shahin Wulnikowski. Ein Auftakt wie zu Beginn der Partie. Düsseldorf scheint mehr zu tun. Und Offenbach erstmal nach hinten hineingedrängt. Aber das ändert sich sehr schnell. Dann dieses Laufduell zwischen Reisinger und Vogler. Reisinger fällt, bekommt den Freistoß. Und das ist komplett daneben. Vogler wundert sich. Schauen Sie sich diese Unsportlichkeit an. Nicht erkannt von Schiedsrichter Felix Zweier. Feldhahn. Offenbach ehrt immer stärker. Super Pass auf Hahn. Giefer dazwischen. Im Nachsetzen Sead Meech. Sehr fein gespielt auf André Hahn von Nicolas Feldhahn. Kein Abseits, aber Giefer natürlich auch sehr stark im Herauslauf. So sieht's Van Lent. Er ist zufrieden mit seiner Mannschaft und das kann er auch sein. Die ist nicht mehr ebenbürtig, die ist besser. Düsseldorf mit Riesenproblemen im Spielaufbau, vor allem aber auch im Rückzugsverhalten. Offenbach kann kontern. Mit Matthias Fetsch. Schauen Sie, über zwei, drei Stationen. Nächste Chance, Stefan Vogler, der den Ball nicht komplett trifft. Und in diesem Stil geht's weiter. Über Hahn, Feldhahn. Wer ist hier eigentlich der Drittligist? Nächste Chance und dann fällt Matthias Fetsch im Strafraum. Und er lässt sich nicht fallen. Und dennoch gibt es keinen Strafstoß für Offenbach. Denn für mich ist die Berührung eindeutig von Tobias Levels. Weiter 0 zu 0. Was macht Düsseldorf? Maximal ein Field Goal. Zweite Etage, Ken Ilse. Und Zufriedenheit sieht anders aus. Auch bei Norbert Meyer. Weil Offenbach wieder kommt. Mit Fetsch, der nicht nur abgedrängt wird, sondern weggecheckt wird. Dafür gibt es die gelbe Karte für Tobias Levels. Korrekt. Rein geht's hier in die Ersatzbank der Düsseldorf. Direkt dran der Freistoß, getreten von Marc Stein. Erstmal unpräzise, aber Düsseldorf bekommt trotzdem den Ball nicht unter Kontrolle. Marcel Stadl. Und jetzt wird's richtig gut. Julius Reinhardt.
gegen Vandenberg, den zweimal aussteigen lässt. Und dann kommt Hahn, Giefer, Fetsch, rein! Offenbach ist vorne. Der Außenseiter führt 1-0. Und Van Lent jubelt natürlich mit, ist ja klar. Und die Führung ist verdient. Zudem ungeahndet. Hier das Handspiel von Balogun. Giefer noch stark, aber gegen Fetsch. Zweiten Anlauf hat er natürlich keine Chance. Und danach alle Spieler zum Trainer. Ein erstes, richtig optisches Bekenntnis. Düsseldorfs Antwort bleibt aus. Die Kickers kommen weiter und haben diese Riesenchance für Julius Reinhardt. Trotz Führung, Offenbach kontert und hat so viel Platz und findet die Entscheidung. Stefan Vogler, 85. Minute. Die Überraschung ist perfekt. Und sie ist absolut verdient. Auch hier kein Abseits. Sehr schön gespielt. Düsseldorf extrem verwundbar mit diesen Pässen in die Tiefe. Und dann ist in Offenbach auf dem Biberer Berg Feierabend. Van Lent jubelt und der Pokalsieger von 1970 ist